Ja Leute, heute geht's mal um die Frage, ist Varro 5 mit dieser neuen PvP-Änderung gerettet? Und damit willkommen zum Test des neuen PvP-Systems. Und zwar, was hat sich eigentlich im Grunde verändert? Richtig viele haben sich ja ab der 1.9 übelst über diesen Cooldown beschwert und der ist jetzt rausgenommen. Das heißt, es gibt jetzt keine Cooldown mehr, dass man halt so in Anführungsstrichen sagen muss, jo, man muss jetzt nach dem Hits immer warten. Es gibt jetzt einen kleinen Cooldown, aber dazu komme ich jetzt. Und zwar hat jedes Schwert jetzt eine Attack-Speed bekommen, so wie damals. Nun ist aber bei Schwertern zum Beispiel der Attack Speed auf 3 und bei einer Axt zum Beispiel auf 2 Attack Speed. Eine Ho hat zum Beispiel am wenigsten Attack Speed, denn die hat 3,5. Die kann man zum Beispiel viel, viel schneller durchspammen. Aber was hat jetzt der Attack Speed damit zu tun, wenn man sagt, jo, es gibt keinen Cooldown? Und zwar ist es halt so, seht ihr wahrscheinlich unten rechts in der Ecke, wo dieses Schwert sich auflädt. Man kann nicht mehr komplett durchklicken. Das heißt, wenn du zum Beispiel 20 CPS in der Sekunde machst, machst du auch keine 20 Hits in der Sekunde, sondern du machst nur noch einen Hit. Das heißt, wenn dieses Schwert komplett aufgeladen ist, da unten in der Ecke ist es ein Hit, das heißt, es bringt nun nichts mehr, 20 Klicks in einer Sekunde zu machen oder einfach die Taste drauf zu lassen. Es macht im Endeffekt gar keinen Unterschied für die Hits, weil man trotzdem die gleiche Anzahl an Hits macht. Das ist einerseits gut für den Low-PvPer, der eigentlich nicht so krass gut ist wie viele andere PvPer, die einen krassen Klickspeed haben. Damit wird es auch ein bisschen gebalanced zwischen guten und schlechten Spielern. Ist wahrscheinlich dann nicht mehr so ein großer Unterschied. Natürlich vom Bewegungsrhythmus her und so weiter gibt es dann schon Unterschiede. Aber an sich so nicht mehr. Und zwar wurde jetzt auch die Range eingeführt. Bertha haben unten auch einen Punkt namens Attack Reach. Das ist halt so die Reichweite des Schwertes. Die liegt hier bei 3,5. Als Beispiel ein Dreizack hat die höchste Reichweite, weil es ja sowas wie ein Speer ist. Und zwar hat es hier einen Attack Reach von 4 Blöcken. Generell ist es alles ein bisschen höher geworden. Zum Beispiel eine Axt hat nur einen Attack Reach von ungefähr 2,5 Blöcke bis 3 Blöcke. Und ein Schwert einfach 3,5. Das heißt, einfach mit einem Schwert kannst du den Gegner zum Beispiel früher hitten als mit einer. Und mit dem Dreizack kann man den Spieler dann am Fuß. Als Beispiel, ich habe hier Sandsteinwege gemacht zu Villagern. Das sind genau 4 Blöcke. Hier mich ganz zum Sandstein hinstelle, seht ihr, dass ich mit dem Dreizack ihn treffen kann. Mit dem Schwert zum Beispiel gar nicht. Und mit dem Axt zum Beispiel gar nicht. Das zeigt einfach nur die Reichweite. Das wird später einfach in Varro einfach übelst überpowered werden. Zum Beispiel, das Schwert hat jetzt 3,5. Das heißt, ich müsste mich hier mitten in den Blöcken befinden. Einfach hier so über diesen halben Block hier. Dann hätte ich schon die 3,5er. Okay, wenn ich sneak, bin ich auch weiter vorne. So, hier sind wir jetzt bei 3,5 Blöcke. Und zum Beispiel die Axt kann man immer noch nicht den Spieler hitten. Das heißt, also den Villager hitten. Das heißt, die Axt hat ungefähr 3 Blöcke Range. Und das ist halt schon fucking überpowered. Wenn man zum Beispiel jetzt hier ein paar Hits austeilen kann und ein paar Kombos austeilen kann, ist es halt schon entscheidend, was für eine Attack Range das Item hat. Und zwar die größte Neuerung ist auch wiederum das Attack Damage. Damals zu der 1.9 wurde ja das komplette Attack Damage System überarbeitet und genau das ist jetzt diesmal auch so der Fall. Und zwar haben jetzt alle Schwerter ein Attack Damage mehr als vorher und das gleiche gilt auch bei den Äxten. Das heißt, ein Wundenschwert hatte 5 Attack Damage, damals hatte ein Steinschwert 5 Attack Damage. Das Steinschwert hat jetzt einfach die Werte vom Eisenschwert bekommen, das Eisenschwert vom Diaschwert und das Diaschwert hat jetzt nun 8 Attack Damage. Das heißt, bei Schärfe 5 wird es dann auch nochmal stärker, was ich persönlich auch mega cool finde. Die Regeneration war ja in der 1.12 aber viel zu überpowered oder 1.13 und 1.14, weil man dafür viel schneller regeneriert hat, als man Damage bekommen hat. Und dadurch, dass halt jetzt die Items alle stärker wurden, die ganzen Waffen, ist es halt jetzt ein Gegenwirken zur Regeneration. Dann gab es auch ein neues Update zum Schild und zwar ist das meine subjektive Meinung wahrscheinlich, aber meiner Meinung nach ist es auch so wie Spark zum Beispiel auch in seinem Video dazu gesagt hat, dass man, wenn man halt jetzt den Schild rechts klickt, dass der viel schneller ausgewählt wird. Wenn ihr halt ein bisschen Erfahrung habt mit Minecraft Suche auf den Neroxway-Server zum Beispiel, dann wisst ihr, dass ihr manchmal dieses Schild schon rechts klickt, aber trotzdem einen Hit vom Gegner bekommt oder einfach einen Pfeil abbekommt, obwohl ihr schon dieses Schild rechts klickt habt. Und damit blockt, sollte es ja eigentlich abgeblockt werden, aber ihr bekommt trotzdem den Hit. Und genau das sollte jetzt eigentlich überarbeitet sein. Wir könnten da hier nochmal ins Game Mode Survival gehen. Und dann kann ich das euch nochmal zeigen. Und zwar ist das halt, müsste das jetzt ein bisschen schneller sein. Damals war es nicht so flüssig und nicht so schnell wie jetzt. Und das beste Neuerung ist,
das Sneak-Hitten kommt wieder zurück. Das ist so eine Sache, die war so zwischen der 1.7 übelst überpowered, dieses Sneak-Hitten. Damals einfach einen halben Block mehr Range dadurch bekommen. Also wenn du sneakst, beugt sich der Minecraft-Charakter ein bisschen nach vorne und dadurch bekommt man halt früher den ersten Hit. Und das war damals in der Minecraft-Version 1.7 richtig überpowered. Und das hast du jetzt hier. Und zwar, wenn man sneakt, wird automatisch das Schild jetzt nach vorne gestellt, sodass halt die Schläge abgeblockt werden. Und damit wird es wahrscheinlich wieder sehr, sehr überpowered sein, dieses Sneak-Hitten. Weil immer, wenn man sneakt, ist das Schild ausgewählt und dann kann man einfach damit ganz oft trocken den Angriff des Gegners dann abwehren. Und so muss man immer rechtsklicken und immer abwechselnd rechtsklicken, hitten. Also linksklick, rechtsklick, linksklick, rechtsklick. Und jetzt kann man das einfach ganz easy mit sneaken, hitten einfach machen. Das ist einfach echt überpowered, weil man auch durch den Sneak noch einen halben Block mehr Range bekommt. Und zum Beispiel in der Kombination mit dem Dreizack ist es einfach 4,5 Blöcke Range, die man dann hat. Das ist einfach echt krass. Das waren so die wichtigsten Neuerungen. Und ja, was ist daran eigentlich jetzt so wichtig für Varo? GLP meinte, das ist einfach viel zu überpowered, die 1.12 in der Regeneration und so weiter und so fort. Und das halt einfach nicht spannend ist. Damit wird es echt spannend, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich würde mich mega freuen, wenn Varo 5 auf dieser Version gespielt wird. Es könnte ja noch sein, dass halt die ganzen Werte hier nochmal geupdatet werden, dass die Axt nochmal einen anderen Reichweite bekommt und so weiter. Und heute ist es ja alles einfach nur eine Testversion, die ihr halt auch runterladen könnt. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr es selbst mal ausprobieren. Ich hoffe, dass halt noch zu 1.15 dann viel mehr Neuerungen zum PvP-System kommen werden. Ich habe gesagt, eure Meinung ganz gerne in die Videokommentare, denn das interessiert mich mega. Also Leute, ich hoffe, das Video euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich für weitere Videos von mir. Also ich bin raus und ciao.